Hallo zusammen, ich habe hier meine beste Kühlbox, sage ich mal ganz frech. Die hat einen Energieverbrauch von 5,4 Wattstunden pro Stunde oder 129 Wattstunden am Tag. Das erreicht die Box eigentlich nur durch einen guten Kompressor, Sekop, dann eine sehr dicke Isolation und eine gute Deckellichtung. Was ändert an dieser Box auf neues Jahr? Wir kriegen einen neuen Preis. Von 590 Euro oder Franken, das ist ja bei uns gleich, ist auch nicht mehr viel wert, der Euro, auf 625 Euro oder Franken. Das Energielabel, wir haben noch im alten Katalog drin das Energielabel A3x Plus. Es ist die einzige Box, die das Energielabel geschafft hat, auf dem Markt draußen. Und jetzt haben wir die neuen Energielabel A bis G, also das A++ ist weg. Und hier habe ich kein Label mehr. Punkt. Weil es ist ein 12 Volt Kühlgerät. Der Rest ist genau gleich, die Box ist genau gleich. Was jetzt dann kommt, ist dann die Abschaffung noch vom 230 Volt. Wir haben noch ein paar Stück am Lager. Die kriegt ihr jetzt noch mit 230 Volt, nachher nicht mehr. Also vorher bestellen wäre jetzt wichtig und vor allem noch vor 1. April bestellen, dann haben wir noch einen tieferen Preis von den, ja, sind 35 Euro. Mehr gibt es zu der Box nicht zu sagen. Ich habe ein paar Videos gemacht schon über diese Box. Die ganze Preisliste, die ihr jetzt wieder aufschlagen auf 1. April 2020, verlinke ich euch logischerweise unten dran, da gibt es einen Link, auch auf unserer Homepage kommt der neue Link, ist jetzt glaube ich schon auf der Startseite aufgeschaltet, auch mit den neuen Boxen, die kommen, weil wir haben massive Schwierigkeiten mit der Lieferung aus China oder auch aus Europa. Und das war's von dieser Box, technisch verlinke ich euch hier zwei andere Videos über die gleiche Box und hier unten ein Video über die bisschen größere Box und ich wünsche euch einen schönen Tag.